Schon sehr früh am Morgen trifft diese besondere Reisegruppe beim Vatikan ein. Die deutschen Bischöfe und Papst Franziskus müssen reden über wichtige Reformen in der Kirche. Und auch er ist dabei, der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki. Seit vergangener Woche ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs einer falschen eidesstattlichen Versicherung im Kölner Missbrauchsskandal. Wunderbar, danke. Alles gut. Dass nicht alles gut ist, meint hingegen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Die Causa Wölki belastet zunehmend die Beziehungen der Katholikinnen und Katholiken zur Kirche und der Papst habe noch immer kein Machtwort gesprochen. Es braucht dringend Lösungen, es braucht eine Entscheidung, denn so ist die Situation für viele kaum mehr zu ertragen. Ich zweifle daran, ob es wirklich weitergehen kann. Betzing will mehr Tempo bei dieser personellen Entscheidung und gleichzeitig den Vatikan vom synodalen Weg überzeugen. Mehr Rechte für Laien, Weihe von Frauen, eine Umbewertung von Homosexualität. Wir wollen deutlich machen, die Kirche in Deutschland, die katholische Kirche, steckt in einer tiefen Krise. Die ist ausgelöst worden durch die Irritationen und das Entsetzen unter vielen Gläubigen über die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche durch Geistliche. Über ihre Vorstellungen vom Reformprozess diskutieren die deutschen Bischöfe in den nächsten Tagen mit dem Papst und seinen wichtigen Kurienleitern. Der Verlauf dieser Gespräche kann ausschlaggebend sein für den Fortgang des synodalen Wegs in Deutschland und in der Weltkirche.